Hallihallo, deine wunderschöne guten Abend, wünsche ich euch euer Punkt. Wieder willkommen zurück hier zu Mass Effect 3 und ja, ist mir etwas passiert, was ich vorher noch nie gedacht hätte, dass mir das passieren könnte. Ich habe nicht gemerkt, dass mir bei der Aufnahme die Festplatte vollgelaufen ist und habe jetzt die letzten zwei Parts versaut. Also denn jetzt ist jetzt schon Wiederholung. So richtig gesehen habe ich diese Mission ja schon komplett fertig gespielt. Ich hab vergessen, dass hinter mir auch noch was kommt. Verdammt. Meine Güte, ich hätte nie gedacht, dass mir das jemals passieren kann. Ich hätte gedacht, da achte ich nochmal. Ich weiß gar nicht, wie das in den anderen großen Let's Play noch passieren kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schon über 30 Minuten, Alter, wieder weg. Alles klar. Aber das soll euch ja nicht schaden. Vielleicht schaffe ich es ja dann diesmal ein bisschen schneller hier durchzulaufen. Um die Gegend nicht mehr groß erkunden. Und trotzdem ein bisschen Muni. Ja, ein bisschen mehr Muni. Da liegt noch ein bisschen Muni. Sehr schön. So. Fangen wir auch einfach mal mit dem Replay weiter. Dann soll das Liara machen, die beim letzten Mal auch. Versuchen Sie, den Turm zu reparieren. Ich glaube, die hat mehr im Hören als James. Wenn Sie verhindern könnten, dass mir Husks nachklettern, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Okay, okay, okay. Das zeige ich mir wahrscheinlich an diesem Krieg. So, noch der nächste. 4. Ja. Na, okay, 5 Schüsse brauchen die. Ich sag 4. 4 wäre eine schöne Zahl gewesen für die. Und immer einen Sicherheitsschuss, also 6 wäre ganz gut. Kommen Sie da runter! Kletten Sie da nicht so rum! General, hören Sie mich, meine Kommunikation ist einsatzfähig. Ausgezeichnete Neuigkeit. Besten Dank, Commander. Ich kontaktiere das Pelleran-Oberkommando und finde heraus, wer der Nächste ist. Und ob er überhaupt noch lebt. Ja, ja, ja. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was haben. Ich helfe Ihren Männern, bis ich was von Ihnen höre. Er muss... Verdammt nochmal, Shepard. Ich springe nicht mehr ins Wort rein. Er muss ja noch irgendwie leben, sonst hätte das ja alles verpetzt. Kann ich nur so viel verraten. Ich bin auch so voll gleich. Ich glaube echt, dass ich dafür sorge, dass ich das jetzt vielleicht alles so in eine Folge quetschen kann. Oh, uns geht langsam die Muni aus, merke ich. Oh, ist hier noch einer? Da ist noch einer. 2 Schuss haben wir noch. Ah, wieder ein bisschen mehr Schuss. 26. Ja, das gefällt mir schon besser. Oh, danke! Muss aber langsam auch der Letzte sein. Ja, auf zurück! Ich höre. Ich habe Informationen vom Pelleran-Oberkommando. Kehren Sie bitte sofort zurück. Jawohl, Sir. Sir, jawohl, Sir. Puh. Zack, müssen wir mal warten, bis die Rampe runtergefahren ist, bevor wir runterlaufen können. Das ist ja unmöglich hier bei den Turianern. Wie machen die das nur? Zack. Was haben Sie? Wie Ihre Begleitung schon sagte, ist die Nachfolge eigentlich ganz einfach. Aber im Moment herrscht Chaos in der Hierarchie. Viele sind tot oder werden vermisst. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarchen für Sie finden. Moment, die Stimme kennen wir doch. Wie kann das denn sein? Garrus! Ach du meine Güte! Vakarian, Sir. Ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rühren, General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Garrus scheucht den General. Das mag was heißen, ne? Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Pelleran verloren. Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht, und deshalb als Berater tätig. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Er ist ein verdammt guter Soldat. Oh ja, das ist... Lieutenant, schön, Sie also zu sehen. Also Garrus, nicht James. Schön, dass wir in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen. Das Pelleran-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Ja. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig beim Militär. Ergebnisorientiert, beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Was bedeutet dieses großzügig? Wie meinen Sie das? Sein Trupp hat während der Aufstände auf Tatris zur selben Zeit wie die turianischen Separatisten einen salarianischen Spionagering entdeckt.
Statt den Ring zu neutralisieren, hat er sich zurückgezogen und wertvolle Befestigungsanlagen aufgegeben, die von Rebellen erobert wurden. Dann haben die Rebellen die Salarianer angegriffen und als beide Seiten sich gegenseitig fast aufgerieben hatten, rückte Victus vor und verlor keinen einzigen Mann. Eine mutige Strategie, aber unkonventionelles Verhalten bringt einen in der Hierarchie nicht nach oben. Primarch Victus, das dürfte interessant werden. Ah, so eine sehr blutige Taktik. Kann er der Aufgabe gerecht werden? Fragt sich, ob die Tarianer... Wir wissen beide, dass man mit konventioneller Strategie gegen die Salarianer geht. Er könnte im Moment genau der Richtige sein und ich vertraue ihm. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Ob der Turianer für die Salarianer war oder nicht. Kann das nicht warten, Joker. Sonst wäre ja zwei Fliegen mit einer Katze geschlagen. Das wäre ja... Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Kann sein, dass wir schnell weg müssen. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Dann los. Garrus, Sie waren doch heute Morgen mit Victus zusammen. Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich mit viel Flugfeld. Das Vieh sieht so hässlich aus. Das hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Moment, wir könnten das diese Viecher sein, die diese Klixi ausgespuckt haben in Mass Effect 2. Nur als Husk-Version. Das fällt mir jetzt erst auf. Garrus ist wieder damit am Scheibenwerfer. Wir werden gewinnen. Sage ich euch jetzt schon. Wir werden sie kaputt machen. Wie sieht das denn, dass so schwer atmet? Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt, sonst nichts. Ja, natürlich. Ist Adrenalin sowieso lieber als Sauerstoff? Der Adrenalin-Junkie. Das ist Turianische Husks, oh mein Gott. Die halten gerade viel aus. Liegt doch vielleicht daran, dass ich keine Munition ausgerüstet habe. So. Schauen wir mal in die Ecke. Oh, da hast du sie. Pilze zu, Pilze zu. Zerreißt sie in Stücke. Das Gewehr ist echt okay. Ich habe die anderen Gewehre ja noch gar nicht vorgestellt gehabt. Nehmen wir einmal die Schrotflinte, die im Prinzip mehr ein Granatwerfer ist. Und dann so Piu! Piu! Ja, schon. Bisschen besseres Ziel, ein bisschen den Fallwinkel berechnen. Und dann lernen die Husks eigentlich immer relativ schnell fliegen. Oh, jetzt treffe ich natürlich gerade nicht. Die Waffe ist zumindest ganz lustig, finde ich. Piu! Das meint die mit Fliegen lernen. Oh nein, komm. Ein Marauder. Okay, wir werden hier gerade flankiert. Ich brauche die Bloodpack. Ach ja, das war das Ding, was du verdammt nochmal verzieht, wo ich dann gesagt habe, dass ich nie eine Uzi benutzen werde und ich die demnächst auch aussortieren werde. Das ist ja auch voll Ernte. Das Ding ist auf jeden Fall gut gegen Zombies. Das macht nämlich einen One-Hit. Wenn man da nicht dran ist, dann versteht sich. Hey. Oh. Lass, geht da in Deckung. Genau, hier in Deckung gehen. Bleib so. Okay. Genau, Bruder, da schalten wir jetzt aus der Ferne aus. Verdammt. Ah, Mist. Nochmal. Alles nochmal machen. Und schon gleich runtergeschossen werden hier. Ich weiß nicht, was ich das machen konnte. So, Munition haben wir diesmal auch ein bisschen klüger rein, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen. Ja. Zack. Jetzt sollte ich auch keine Probleme mehr darstellen, eigentlich. So, muss man mal probieren, der ist auch krass. Zack. So, da haben wir den Husk einfach umgewusst. Auch ein bisschen mehr Moon, deswegen machen wir jetzt mal einen Stellungswechsel hier drüben hin. Hier liegt ein bisschen was. Vorräte? Ah, die habe ich ganz vergessen. Das ist da Vorräte, die. So, da haben wir gleich ein bisschen kleineres Schlachtfeld.
die Schachtel geändert ein bisschen. Dass wir hier vielleicht die Gelegenheit zu haben, diesmal zu überleben und nicht so kampiert zu werden. Gelegenheit. Ja, schießt ruhig gegen das Sorianische Schiff, das man nicht stört. Wenn ihr hier ruhig schießt, ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Ah, okay. Munition. Ey, Munition. Ich glaube, wir sind hier fertig. Das ging ja schnell. Trotzdem sammeln wir noch ein bisschen Moon ein. Hier lag auch nichts weiter. Und hoch. Jaxala. Fetter Shepard wird fett. Ich. So. Shepard, bitte kommen. Ja, wir sind hier. Ich versuche immer noch den Primarchen zu erreichen, aber wir haben Ärger hier an der Hauptbarrikade. Ich stehe direkt neben ihm. Sie können auch mit mir so reden. Tut er richtig. Der macht wahrscheinlich via Gedankenkontrolle-Input. Ach ja, das kam ja jetzt, stimmt. Der Soldat ist, wo der hier vorne unten stand. Oh mein Gott. So, jetzt einfach ein bisschen Wohnraum schießen machen. Obwohl, die hast du überhaupt keine Chance gegen das Geschütz. Das ist so ein bisschen, habe ich schon das letzte Mal bemängelt. Die Aufnahme, die nicht ganz aufgezeichnet wurde. Ziemlich lame eigentlich. Über möchte ich auch abschießen. Wow, ich sollte den Spielspiel drauf geben. Ja, aber wenn es ein großes Geschütz, dann brauchst du Geschütze sein. Oh, oh mein Gott! Ich meine, es passiert sonst nichts, wenn die über die Barrikade kommen. Ist sowieso auch egal. Zack, 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 zack. Man kann ja immer wieder vom Geschütz weggehen mit S. Aber dadurch verliert man halt die wertvolle Zeit, sich hier so auszuschalten. Was? Pillefalle. Du sagst es. Hätten wir das Geschütz überall, dann wäre der Krieg schon längst gegen die Super gewonnen, ne? So sind am besten alle Stationen unter einem solchen Geschütz aus. Ratatatatatata. Rataschinengewehr. Ratatatatatata. Ratatatatatata. Es ist ja immer ein bisschen lustig, so dieses Oh mein Gott, Saren! Was zum Teufel ist das? Nein, das ist nicht Saren, nur das habe ich das letzte Mal auch gemacht, weil das sieht echt. Das sieht aus wie Saren, nur dicker. Es halt, hat ein bisschen zugenommen, aber Saren ist back. Und seine Dingens wurden nach außen gekehrt. Diesmal mache ich nicht den Fehler, weil ich weiß jetzt, dass hier auch Husks mitkämpfen. Achte ich ein bisschen auf meinen Rücken. Oh, setz seine Fähigkeit ein. Ich hoffe mit Granaten ab und da ist der. Ist der Koloss schon so. Das ging schnell. Als ich das erstmal gesehen habe, dachte ich, das wäre ein Boss-Gegner. Das ist eine ganz normale. Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Ja, das ist so. Shepard Ender. Garrus, bringen Sie mich zu Victors letzter Position. So. Dann gehen wir noch ein Stückchen. Und dann würde ich sagen, beende ich die Folge da, wo ich sie das letzte Mal auch beendet habe. Nämlich als ich oben geguckt habe, ob hier nur irgendwas rumliegt. So, mit dem Gesicht zu Garrus. Und würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war's von mir, euer Punkt. Tschüssi.